ihr habt einen eigenen Song und oder ein Album und wollt dieses online veröffentlichen auf Spotify, iTunes, Amazon, Apple Music, Facebook, Instagram, Snapchat und über 150 weiteren Plattformen. Und das alles für gerade mal $20 im Jahr, egal wie viele Alben oder Singles ihr veröffentlicht. Und das ganz eigenständig, ohne lästiges Label dazwischen. Außerdem 100% des kompletten Gewinns nur für euch. Dann bleibt jetzt dran, weil jetzt zeige ich euch, wie ihr all das macht und wie ihr vor allem vieles mit DistroKid selber bewerkstelligen könnt. Vom Account anlegen bis zum ersten Upload ist alles hier mit dabei. Und für die Sparfüchse unter euch gibt es noch einen Trick, wie ihr euch nochmal 40% auf die erste Jahresgebühr sparen könnt. Jetzt bei Mach's dir selbst. Yahoo.de, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und wieder Marcel auf die Glocke zu hauen. Jetzt bringen wir aber erstmal eure Musik gemeinsam online. Früher brauchte man dazu ein Label, eine Plattenfirma oder einen Produzenten mit Connections, dass man seine Musik unter die Leute bringen konnte. Und wenn man dann mal das Glück hatte, unter Vertrag genommen zu werden, dann war der Großteil des Gewinns nicht für einen selber, sondern ging meistens an die Etage drüber. Aber früher ist halt früher und heute geht das alles in Eigenregie. Mit DistroKid lade ich meinen Song auf deren Plattform hoch und DistroKid verteilt es dann an über 150 Download- und Streaming-Plattformen. Alles, was ihr dazu braucht, sind 5 Dinge. Erstens ein Internet, ohne Internet geht halt gar nichts mehr. Zweitens ein Aggregator, in unserem Fall DistroKid. Drittens eine Kreditkarte, darf auch eine Prepaid-Karte von der Tanke sein. Viertens brauchen wir ungefähr $20, also so 18 Euro. Und fünftens eine Volljährigkeit. Ansonsten braucht ihr die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten. Habt ihr alles, dann legen wir gleich los und legen uns einen Account an. Um einen Account anzulegen, klickt ihr am besten auf unseren Affiliate-Link in der Beschreibung. Da kriegt ihr schon mal bis zu 44% Rabatt auf die erste Jahresgebühr, je nachdem welches Paket ihr dann bucht. Für unser kleinstes Paket gibt es immerhin schon mal 7%. Dann geben wir hier unsere E-Mail-Adresse ein und ein sicheres Passwort. Und jetzt können wir gleich mal aus 3 verschiedenen Paketen auswählen. Das kleinste, Musician, damit könnt ihr eine Band verwalten, so viele Songs und oder Alben hochladen, wie ihr wollt, Gesangstexte hinzufügen, zum Beispiel für Insta-Stories und ihr werdet instant Spotify verifiziert. Sprich, ihr kriegt bei Spotify dieses kleine schicke Häkchen. Ist jetzt nicht so fame wie das Insta-Häkchen, aber hey, es kostet nichts. Und was haben wir gelernt? Genau, was nichts kostet, da klicken wir drauf. Spotify for Artists ist übrigens auch schon mit dabei. Damit könnt ihr Statistiken einsehen, Profile bearbeiten und. Da gibt's dann eh ein extra Video von mir. Ich deute bestimmt wieder falsch. Noch mehr Features gibt's mit dem Paket hier Musician Plus. Hier könnt ihr 2 Bands verwalten und obendrein gibt es noch Sync-Lyrics, also Songtexte, die synchron zur Musik mitlaufen, tägliche Verkaufsstatistiken, Angabe eines eigenen Labels, planbare Veröffentlichung inklusive Vorbestell- und Presale-Funktion und eine flexible Preisgestaltung bei iTunes. Und dann haben wir noch das Label-Paket für 79,99 €. Ist im Endeffekt wie Musician Plus, nur kann ich damit bis zu 5 Bands verwalten. Geht auch mehr, kostet aber auch dann dementsprechend mehr. Aber welches Paket ist jetzt denn das Richtige für dich? Wenn ihr nur eure Musik online bringen wollt und keinen Bock auf Statistiken habt, reicht das Musician-Paket völlig aus. Und das Label-Paket brauche ich sowieso nur, wenn ich 5 oder mehr Bands verwalten möchte. Ich persönlich würde mit dem kleinen Paket anfangen, da könnt ihr nichts falsch machen und upgraden auf ein größeres Paket könnt ihr jederzeit, downgraden jedoch nicht. Wer also einmal Label gebucht hat, kann nicht zum Musician zurück. Und wenn ihr euer Paket fertig gewählt habt, geht's nun zur Eingabe eurer Kreditkarteninformation.
Neu ist die Bezahlmethode Apple oder Google Pay, ist seit 16. Januar 2022 verfügbar für alle, die neu zu DistroKid dazukommen. Ich hab's aber bis jetzt noch nicht gesehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch hier in Deutschland oder anderen deutschsprachigen Raum schon verfügbar ist. Und wer es jetzt nicht eilig hat, kann nochmal sparen. Einfach dieses Fenster hier schließen und innerhalb der nächsten Tage kommen von DistroKid dann 2 E-Mails. In der ersten werden 20% angeboten und die ignorieren wir jetzt auch, weil dann kommt die Tage nochmal eine zweite E-Mail, wo 40% Rabatt auf die erste Jahresgebühr angeboten werden. Kann übrigens sein, dass es DistroKid irgendwann nicht mehr macht. Also kreuzigt mich nicht, wenn ihr umsonst wartet. So, haben wir den Account angelegt, dann machen wir weiter mit dem Upload. Dazu klicken wir hier oben auf Upload und das bringt uns dann zu dieser Seite. Erstmal, in welchen Stores soll denn mein Song erscheinen? Falls ihr einen Service nicht haben wollt, einfach mit Klick abwählen. Ihr könnt Songs immer nachträglich hinzufügen, wieder von den einzelnen Stores runternehmen, ist sie doch scheiße anstrengend. Dazu müsst ihr ein Formular ausfüllen. DistroKid gibt es an den entsprechenden Anbieter weiter. Und ob jetzt eine Rückmeldung kommt oder keine, ob es den Anbieter egal ist, ob er es übersehen hat, was DistroKid macht, weißt du nicht. Nachfragen bringt überhaupt nichts. Und ob es erfolgreich war, siehst du dann auch nur dann, wenn der entsprechende Song auf entsprechender Plattform nicht mehr verfügbar ist. Überlegt euch das also vorher. Number of Songs. Ist es eine Single oder ein Album mit bis zu 35 Songs? Wir nehmen mal 2 Songs. Previously released. Wurde die Nummer schon einmal veröffentlicht? Könnt ihr bei No lassen, außer der Song wurde schon mal veröffentlicht. Dann hier noch das Veröffentlichungsdatum mit eintragen. Euren KünstlerInnen bzw. Bandnamen, den tragt ihr hier ein. Und auch nur euren Bandnamen. Keine Features, Labels, Represent. Und auch keine Emojis oder sonstigen Scheiß. Einzige Ausnahme, wenn ihr mit einer anderen Band einen gemeinsamen Release macht, dann tragt hier alle Bands ein, getrennt mit einem Firmen-und. Falls beim Eintragen eures Artist-Names sich irgendeine Autokorrektur einschaltet und die euren Namen immer wieder abändert, dann könnt ihr dieses Feature komplett ausschalten. Dazu klickt ihr hier auf Artist-Band-Name und macht hier einen Haken rein. Jetzt prüft DistroKid, ist dieser Bandname bereits in Spotify, Apple Music oder neuerdings auch YouTube Music verfügbar? Hier standardmäßig überall Yes ausgewählt. Wenn das euer allererster Release ist, dann wählt hier überall No aus. Habt ihr bereits Releases online, dann tragt hier die jeweiligen Spotify Artist URI bzw. Apple Artist URL oder YouTube Music Artist URL ein. Ganz wichtig, dass ihr hier die eintragt, sonst kann es passieren, dass eure Releases anderen KünstlerInnen zugeordnet werden, die genau gleich heißen oder so ähnlich. Ab Musician Plus könnt ihr hier euer Veröffentlichungsdatum auswählen. Wer es nämlich klug anstellt, wählt hier ein Datum, das mindestens 6 Wochen in der Zukunft liegt. Und dann? Ja, was dann? So gibt ihr den Stores erstens mehr Zeit und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Song in allen Stores zur gleichen Zeit habt, ist deutlich höher. Und außerdem könnt ihr euren Song bei Spotify pitchen, also dem Team vorschlagen, welches die Playlisten erstellt. Für Spotify könnt ihr eine Release-Uhrzeit angeben. Bei allen anderen Stores ist es dann so um Mitternacht. Und hier stellt ihr noch ein, ob die Uhrzeit Lokalzeit sein soll oder nach New Yorker Zeit. Pre-Order. Wenn ihr die Wartezeit eurer Fans verkürzen wollt, könnt ihr hier eine Vorbestelloption aktivieren. Lasst ihr es auf No, könnt ihr Leute nicht vorbestellen und den Song wirklich erst am Release-Tag hören. Macht ihr hier jedoch Yes, dann könnt ihr hier das Startdatum eingeben, ab wann Menschen euren Release vorbestellen dürfen. Auch ab Musician Plus könnt ihr hier euer Label angeben. Ansonsten wird beim Release als Label immer DistroKid angezeigt. Jetzt geht's zu eurem Albumcover. 3000x3000 Pixel im JPEG-Format und kein Pixel mehr oder weniger. Macht genau 3000x3000 Pixel und dann geht da nichts schief. Skaliert auch kleinere Bilder nicht hoch, da leidet die Qualität auch maßgeblich drunter. Und apropos gute Qualität, auf die solltet ihr unbedingt achten, also keine starke JPEG-Komprimierung oder was irgendwie unscharf ist, dann können diese Bilder und der komplette Release abgelehnt werden. Verzichtet auch auf URLs,
Social Media Links, irgendwelche Store-Logos oder sonstigen Kack. Beschränkt euch aufs Wesentliche. Bandname, Titel, Punkt. Natürlich müsst ihr auch sämtliche Rechte am den Cover besitzen, also kein Copyright-geschütztes Material verwenden. Ja, Albumtitel. Den müsst ihr mit angeben, sobald ihr mehr als einen Song in Release habt. Beschränkt euch auch hier auf den Titel des Albums. Macht hier auch keine Angaben über Features oder anderen Kram. Kommt auch später. Möchten eure Fans gleich das ganze Album kaufen, könnt ihr den Preis für iTunes und Amazon hier angeben. Bei meinem Beispiel mit nur zwei Songs werden aber 9,99 € nicht funktionieren. Ich kann maximal 1,29 € pro Track verlangen und in meinem Fall sind es bei zwei Nummern 2,58 €. Und das ist der maximale Preis, den ich für das Album verlangen kann, auch wenn ich hier mir angebe. Language, in welcher Sprache wird gesungen bzw. gerappt? Die gelbe Box hier weist uns übrigens darauf hin, dass wir uns an die deutsche Rechtschreibung halten sollen, sogar mit extra Links zum Duden. Jetzt wählt ihr hier die Musikrichtung eures Releases aus. Optional könnt ihr auch ein weiteres Genre auswählen. Und falls du dich jetzt selber dabei ertappst, wenn du sagst, ach, wir sind so einzigartig, wir können uns überhaupt nicht einordnen, ja, dann im Pop. Das waren erstmal alle Optionen für den gesamten Release. Jetzt kommen die Einstellungen der eigentlichen Songs. Erstmal den Songtitel, den geben wir hier an und auch wieder nur den Songtitel. Keine Features, Jahreszahl oder irgendwelche Originalinterpreten, falls ein Cover ist. Ja, DistroKid kann auch Cover, das ist sehr kompliziert und wenn ihr dazu ein Video wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich möchte dazu sagen, ich hasse Cover! Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Features. Früher musste man die bei DistroKid im Songtitel mit angeben und genau auf die Formatierung achten. Heute geht es Gott sei Dank einfacher. Wird zum Beispiel bei diesem Song deine Mom gefeatured oder irgendeine andere Band, dann klick hier auf Yes im Dropdown-Menü Featured Artist und den Namen der Person eintragen, die mit dabei ist. Waren übrigens mehrere Personen beteiligt, kannst du mit einem Klick hier weitere hinzufügen. Unter Version kannst du den Song weiter spezifizieren. Ist es zum Beispiel ein Radio Edit, also radiotauglich, oder eine Funk Edition oder die Einhorn-Version, dann kannst du das hier angeben. Hier wählen wir die entsprechende Audiodatei aus. Kompatibel sind die Dateitypen WAVE, MP3, MVA, FLAC, AIFF und WMA. Am besten nehmt ihr WAVE. Mit diesem verlustfreien Format übermittelt ihr in bester Qualität. Darf maximal 1 GB groß sein. Solltet ihr also recht lange Nummern haben, die über 1 GB groß sind, dann exportiert das ganze Dateiformat im FLAC. Neuerdings könnt ihr bei DistroKid auch Dolby Atmos kompatible Werke hochladen. Die entsprechende Atmos-Datei könnt ihr dann hier angeben. Aber Achtung, das kostet einmalig 26,99 € extra pro Datei. Songwriter ist einfach. Ist der Song von dir? Lass es so. Ist es ein Coversong? Klickst du auf diese Option. Und da wünsche ich dir dann viel Spaß mit dem ganzen rechtlichen Kram und was du es beachten musst. Und ich hasse Coversongs. Das ist dreckskompliziert und die ganzen Formulare da. Songwriters Real Name. Hier gebt ihr euren echten bürgerlichen Namen an. Nix mit Toni Einhorn oder so. Ja? Und warum hier echte Namen? Hier geht es hauptsächlich um die Credits. Ihr wollt ja auch das Copyright auf euren richtigen Namen haben. Ist eine Pflichtangabe wie bei jeder anderen Band auch. Auch hier können mehrere Personen angegeben werden, falls zum Beispiel die eine den Text und die andere Person die Musik gemacht hat. Und dann hier Copy these songwriters to all tracks on this album. Klicke ich hier drauf, werden diese für alle Songs in diesem Release übernommen und ich muss die nicht nochmal neu eintragen. Explicit Lyrics kommen Wörter vor, die man im Nachmittags-TV ausblenden müsste, wie zum Beispiel oder Hit. Dann wählt ihr Yes aus. Dann bekommt der Song dieses E-Symbol in den Stores und damit ist euer Erfolg und Durchbruch schon garantiert. Brave Texte können auf No bleiben. Ist this a radio edit? Diese Option habt ihr dann auch nur, wenn ihr bei Explicit Lyrics No angegeben habt.
ist das die erste Version eures Songs und diese ist ohnehin ohne anstößige Texte, dann können wir es auf No lassen. Gibt's von diesem Song bereits eine Albumversion oder eine mit dreckigen Texten und dies ist die radiofreundliche Version, dann wählen wir hier Yes. Instrumental. Wird in dieser Nummer gesungen, dann lässt du es so. Wird in dieser Nummer nicht gesungen, dann wählst du die andere Option. Preview Clips, Start Time, diese Option betrifft TikTok, Apple Music und iTunes. Die haben einen Vorhörclip, wo man mal reinhören kann, ohne diese Nummer gleich kaufen zu müssen. Standardmäßig wählen die Stores den Punkt selber aus. Ich kann ihn aber auch hier angeben. Was soll das denn auf iTunes und Amazon kosten? Geht hier von 69 Cent bis 1,29 und hier noch der Hinweis, dass Tracks länger als 10 Minuten zu einem höheren Preis verkauft werden, als du hier angegeben hast. Und das müsst ihr nun für jeden weiteren Track in eurem Release wiederholen. Seid ihr auch damit durch, kommen wir hier zu den optionalen Extras. Die sind nicht zwingend notwendig und irgendwie macht mich auch keines wirklich an. Aber gehen wir es trotzdem kurz durch. Achtung auch nochmal, all diese Extras, einmal gebucht, sind die für immer mit diesem Release verschmolzen. Da kannst du nicht einfach mal hergehen und mal eben kündigen oder ein Paket wieder stornieren. Da hilft es dann nur noch, den Release löschen und neu hochladen. Oder über ein echt kompliziertes Formular, wo man wieder keine Feedback-Garantie hat. Discovery Pack, das ist neu. Vorher war es nur die Registrierung bei Siri und Shazam, damit die beim Zuhören erkennen, was das für ein Song ist. Auch wenn ich beim Release keinen Haken reingemacht habe, hat Siri und Shazam trotzdem immer erkannt und deswegen hat DistroKid dieses Paket jetzt erweitert. Jetzt ist Gracenote als Erkennungsdienst dazugekommen und auch SoundScan, Jaxter oder ACR Cloud. Also alles Dienste, die deine Musik durch Zuhören oder Vorsummen erkennen. YouTube Content ID für knapp 15 Dollar pro Jahr und 20% Kosten auf eure entstandenen Einnahmen. Mit dieser Funktion könnt ihr eure Musik in YouTube-Videos erkennen lassen. Wurde das Video monetarisiert, was ja halt generell der Fall ist, könnt ihr anteilig Gewinne davon einstreichen. Da gibt es aber viel durchzulesen, vieles zu bestätigen, vieles zu beachten, vieles vorzubereiten und erfahrungsgemäß funktioniert das irgendwie gar nicht. Ich habe selber ein Album mit Content-ID laufen seit 2016 und es wurden bis jetzt ein paar Videos erkannt, aber kein einziges Video, in dem wirklich dieser Song läuft. Also, kostet nur was, draufgeschissen. Den Store Maximizer lasse ich mir nur dann eingehen, wenn ihr zu faul seid, um das selber zu machen. Bei DistroKid kommen nämlich immer wieder neue Stores hinzu und die könnt ihr auch manuell hinzufügen. Habt ihr da keinen Bock drauf, übernimmt DistroKid das für euch und das für nicht mal 8 Dollar im Jahr. Social Phone Number könnt ihr auch getrost vergessen, außer ihr lebt in den USA. Dann könnt ihr euch eine virtuelle Telefonnummer gönnen, mit der ihr mit euren Fans per SMS kommunizieren könnt. Kostet 12,99 im Monat. Also, so viel in einem ganzen Jahr. Loudness Normalization kostet auch extra und optimiert euren Song für Spotify. Denn zum einen sollte der maximale Pegel eures Songs nicht über minus 1 dB sein und die Lautheit sollte bei minus 40 dB Luft sein. Habt ihr das noch nicht gemacht, dann macht es DistroKid für euch. Macht euch aber da nicht zu viele Gedanken. Wichtig sind immer die minus 1 dB maximaler Pegel. Könnt ihr die Lautheitswerte nicht einhalten mit den Lufts, dann ist euer Song im schlimmsten Fall leiser als der eurer MitbewerberInnen. Tidal Master MQA. Die Streaming-Plattform Tidal unterstützt MQA, Master Quality Authenticated, ist aber kein Dateiformat, sondern ein Decoder-Encoder-System, welches komplett für Streaming optimiert wurde. Es verspricht eine bessere Audioqualität und die Audiophilen unter euch können diese Option für 17,99 dazu buchen. Für alle eine Option, die schon immer unzufrieden waren mit der massiv schlechten Audioqualität von Spotify und Co. Leave a Legacy für 49 Dollar einmalig. Damit verewigt ihr euren Song in den oben ausgewählten Stores. Selbst wenn du deinen DistroKid-Account irgendwann kündigst, bleibt dieser Release in deinen Stores bestehen. Hier steht,
dass man auch davor geschützt sei, wenn die Kreditkarte abgelehnt wurde. Aber da kann ich euch beruhigen. Sollte DistroKid die Jahresgebühr abbuchen wollen und eure Kreditkarte wurde abgelehnt, werdet ihr von DistroKid vorher noch informiert und ihr könnt neue Kreditkarteninformationen angeben. Es werden nicht gleich alle Releases gelöscht, ihr solltet aber euch trotzdem beeilen, wenn ihr eine solche Nachricht kriegt. Lange fackeln die nämlich nicht rum. Artist Mapping, es ist jetzt ganz neu und super praktisch, weil damit könnt ihr die KünstlerInnen, die ihr in diesem Release verwendet, könnt ihr die eindeutig mit Spotify URI bzw. Apple Artist URL eindeutig zuweisen. So, gleich geschafft. Nur noch ein paar Haken setzen. Mit dem hier bestätigt ihr, dass mit YouTube hier oben der YouTube Music Store gemeint ist und ihr da nicht mit dummen Fragen kommt wie, warum lädt ihr meine Musik auf YouTube hoch? Witzigerweise wird aber genau das gemacht. Also eure Musik als YouTube-Video hochgeladen und ist dann auf YouTube über die Suchleiste auffindbar. Diesen Haken müsst ihr anklicken, wenn ihr oben Snapchat ausgewählt habt. Hier bestätigt ihr, dass ihr zum Vertrieb dieser Musik berechtigt seid. Mit diesem Haken bestätigt ihr, dass ihr keine Namen anderer Bands, KünstlerInnen und deren Titel ohne dessen Zustimmung verwendet. Ist diese Zeile sichtbar, hat DistroKid irgendeine komische Großrechtschreibung erkannt. Hiermit bestätigt ihr, dass Apple diese eventuell umformatiert. Jetzt noch die AGB bestätigen und dann, stopp, wir klicken noch nicht hier drauf, sondern lest euch alles nochmal genau durch. So schnell kann sich ein Tippfehler einschleichen oder es ist die falsche Audiodatei mit dem falschen Track verknüpft. 90% der Supportanfragen, wenn es um DistroKid geht, geht es immer um das Gleiche. Ich habe mich beim Upload vertippt. Wie kann ich das fixen? Es ist scheiße anstrengend, das zu fixen. Da sitzt ihr wochenlang rum und wartet. Und es kommt nichts, es passiert nichts. Ihr könnt eine Anfrage nach der anderen schicken. Ihr könnt die Fixer-Funktion wenden. Es ist unglaublich frustrierend, diese Änderung zu beantragen. Und es passiert wochenlang nichts. Scrollt also ein letztes Mal hoch. Checkt komplett durch, ob ihr euch irgendwo verschrieben habt, keine unnötigen Extras ausgewählt habt, das richtige Cover hochgeladen habt, die richtige Audiodatei. Und erst dann, wenn ihr alles nochmal mindestens einmal überprüft habt, am besten mit Vier-Augen-Prinzip, dann legen wir los mit dem Upload. Und ist dieses dann durch, kommt dieses Fenster. Jetzt prüft DistroKid automatisiert, ob irgendwas nicht in Ordnung ist, was zu einer Ablehnung erfolgen kann. Natürlich alles im Rahmen, was automatisiert möglich ist. Und wenn das passt, wird der Release an die einzelnen Stores übermittelt und die veröffentlichen den nachgewählten Release-Datum oder eben so schnell, wie es ihnen möglich ist. Über den jeweiligen Status wirst du übrigens per E-Mail informiert. Das kann übrigens schon ein paar Tage dauern. Ihr müsst euch aber deswegen nicht langweilen. Ihr könnt zum Beispiel gleich Songtexte hinzufügen. Und wenn es mal wieder zu viel war und ihr chillen möchtet, dann habe ich hier ein Musikvideo für euch. Das Abo nicht vergessen. Und bis dahin, sage ich Bussi aufs Bauchbärli und Servus.